So, zwei Stück brauchen wir noch. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. Was haben wir denn heute vor? Ich hatte hier beim letzten Mal was hingebaut. Und da müsste gleich irgendwelches Zeug ankommen. Hoffe ich. So von da hinten. Und mit dem wollte ich irgendwas machen. Weil ich brauchte da oben... genau. Also langsam... kommen die Erinnerungen wieder? Wo war das jetzt? Im Crusher oder im Sorter? Pass auf. Machen wir so. Stellen wir hier hin. Ist zwar ein bisschen blöd gerade. Sollte eigentlich eher... Ja, komm, es geht hier gerade nur darum, dass wir mal gucken können. Metal Mixer for Advanced Melting. Das heißt, wir brauchen noch von dem blauen Zeug. Ich nehme an, daraus kriege ich dann. Was mache ich denn da? Was ist das hier eigentlich? Nee. Das ist Zinn. Zink. Zinkplatten werden daraus gemacht. Die werden aus Crushed Zink gemacht. Crushed Zink. Kommt woher? Okay, im Crusher kriegen wir das Zeug raus. Okay, noch bin ich ein bisschen verwirrt. Crushed Sulfurite. Ist dieses hier. Und daraus mache ich Crushed Zink. Ja, das kommt dann in den Sorter. Ach du Schande. Aber heißt das, ich hätte jetzt das grüne Zeug hier nehmen können? Aber ich bin doch extra da hinten hingegangen und habe irgendein Zeug geholt. Das hoffentlich auch mal irgendwann hier ankommt. Jetzt laufe ich doch wieder dahinter, ja? Ist das gut, dass ich vorbereitet bin? Hallo. Hallo, hallo, hallo. Nicht weglaufen. Bitte, bitte nicht weglaufen. Ich will dir doch nur Böses tun. Danke. Ich brauchte das. So, haben wir das auch erledigt? Sehr schön. Jetzt mal ohne Scheiß, kommt da nichts? Ich hab doch Strom da hochgelegt. Ja. Okay, irgendwas schlängelt sich da vorne. Das könnte gut sein. Ich hoffe, das schlängelt sich.
Aber ich hätte schwören können, dass wir das schon so weit gehabt haben, dass da auch was kommen müsste. Weil Strom läuft hier rüber. Da kommt was. Okay. Dann gucken wir mal, was das ist. Vielleicht kriegen wir dann mehr raus. Das Zeug hier ist Satmonium. Okay. Schön. Ich bin maximal verwirrt, ne? Ja, ist ja gut. Das Blau interessiert mich nicht. Weil habe ich die letzte Folge quasi nur Quatsch gemacht? Ui, bis das vorne ankommt, das dauert aber auch noch ein bisschen. Okay, offensichtlich habe ich da alles falsch gemacht, was ich falsch machen konnte. Egal, dann haben wir das Zeug halt schon mal anliegen. Ist ja auch gut. Dann kommt das wenigstens schon mal bei uns vorne an. Wenn wir es dann irgendwann mal brauchen. Ich glaube gar nicht, wie maximal verwirrt ich gerade bin. Aber macht ja nichts. Wir werden herausfinden, wie das funktioniert. Irgendwie. Wie wird das klappen? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es um dieses grüne Zeug hier. Das ist das, was wir eigentlich benutzen müssen. Wie ist das eigentlich? So, haben wir schon mal mehr von dem Zeug. So, dann geht das da in den Crusher rein. Da ist immer noch Uran. So, das geht da in den Crusher rein. Kommt hinten als das grüne Zeug raus. Das grüne Zeug hängt hier drin, ist auch gar nicht voll. Das ist gut. Das heißt, ich verbrauche alles. Das ist wirklich gut, das ist eine andere Frage. Daraus wiederum mache ich Kupfer. Okay, das ist das Kupferzeug. Jetzt gucken wir nochmal. Den Codex öffnen. Ja. Aus dem Crush mache ich das. Also das muss ich jetzt nochmal bearbeiten. Haben wir von dem grünen Zeug irgendwo noch einen? Dann würde ich einfach nochmal einen hinstellen. Den haben wir. Der ist relativ nah. Der geht auch. Okay. Wir holen uns in unsere wunderbare Liste einen solchen. Dann besorgen wir uns alles, was wir dafür brauchen. Das sind nur noch Schrauben, wenn ich das richtig sehe. So, okay. Schrauben laufen hier. Wunderbärchen. In diesen Container nehmen wir uns einen raus. Fertig.
Dann. Ja. Nehmen wir die 300 Meter da. Ja, hier guckt jetzt deutlich mehr, aber ich hoffe, der eine kann das verpacken. Das werden wir dann herausfinden. Ja, ja, Strahlungslevel. Ich weiß. Okay. Es ist. Ja, ist grün. Grün ist gut. So. Okay. Nee, wir setzen jetzt den Kollegen da drauf. Wir setzen den Mining Head rein gegen Kaboom. Aber Kaboom ist auch. What the heck? Der Boden ist zu steil, ist mir egal. Ich will ja nur. Hier rum. So, dann haben wir dich schon mal. Boah, richtig clever wäre jetzt natürlich gewesen, das nicht so weit weg zu packen, sondern mehr so hier hin. So. Weil dann können wir uns da noch einen hinsetzen. Jetzt brauchen wir einen Crusher. Crusher dahin. Wir brauchen daraus so, du machst das und der Sorter hinten. Ist falsch. Zack, du gehst da dran. Und du gehst erstmal da raus. Da müssen wir uns noch was für einfallen lassen. So, du bekommst hier ein Mast und gehst da dran. Wunderbar. Und du machst mir daraus. Kupfer und das andere Zeug. Mhm. Das heißt, wir packen. Nein. Einmal. Okay. Mitte ist doof. Mitte müssen wir anders. Zack. Und da kommt der vorne dran. Und der hinten dran. Okay. Das läuft durch. Passt. Jetzt müssen wir ganz normal schmelzen. Du gehst. Quatsch, Produktion, Schmelzofen.
Du machst mir Zinkbarren daraus. Und was haben wir dann noch? Ich hatte hier doch irgendwo. Das muss ich daraus machen. Ich müsste noch einen Crusher haben, den wir. Oh. Das kann ich aus Crushstone denn noch machen? Nichts. Den muss ich erst noch mal in einen Crusher crushen. So, du bist hier Crushed Copper. Ich nehme an, ein zweiter Schmelzofen ist in der Lage, mir daraus Kupferbarren zu machen. Okay. Damit hätten wir eine Möglichkeit, das zu verwenden. Gehen wir hin und setzen uns einen Container hier hinter. Hier kommen die raus. Wunderbar. Dann wird das wenigstens schon mal verarbeitet. Du bist noch ein Problem. Da habe ich noch Platz für einen Crusher. So, und du machst mir daraus Sand. Was kann ich denn aus Sand alles machen? Ja, ich hätte hier raus auch direkt Beton machen können. Hier machen wir mal Sand raus und dann machen wir Produktion. Das war dann Schmelzofen. Was? Welche von beiden ist es? Du bringst Sand raus, du machst mir das Glas. Du bekommst dafür wunderbar. Okay, du machst das. Sehr schön. Das scheint erstmal zu laufen. Du scheinst hier hinten genug reinzuschmeißen. 60 pro Minute. Wie viel gibst du raus? 30, 30. Okay, passt. Wir kommen 60, die gehen durch. Hier drin müssen 120 ankommen. Das scheint nicht der Fall zu sein, ist aber egal. Der geht auch. Ja, wir haben ein bisschen Sorgen. Ja, es geht relativ zügig weg. Du ziehst das da hinten schön durch.
Okay, das funktioniert und du machst mir Glas. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen wunderbaren Lagercontainer und eine der schrecklichsten Reihen, die ich jemals gebaut habe, ist fertig. Ohne Fundamente, ohne alles. Wunderbar. Hui. was brauchen wir denn? Zinkplatten. Wir brauchen 3 für 2. Das heißt, wir brauchen 600 davon. Wir haben momentan 200. Wunderbar. Das dauert noch ein bisschen. Wir haben hier Glasteile. Wofür brauchen wir die wohl? Keine Ahnung. Okay. Die To-Do-Liste bearbeiten. Die Windturbine kann ich mir knicken. Das haben wir noch. Wir bräuchten Draht. Wenn ich mir Konstruktor hier hinsetze. Ach, du mal Zinkplatten. Ich bin auch schon relativ nah wieder an irgendwas dran. Weil hier habe ich schon wieder Kabel. Da hinten geht's lang zu dem Zeug. Ich kupfer hier. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich daraus mache. Ach ja, das ist wunderbar. Okay. Das wird dauern, bis ich die 400 zusammen habe. Das wird ein wenig dauern. Okay. Der wird schneller voll sein, als mir lieb ist. Was mache ich mit dir? Ich meine, klar, ich könnte das jetzt weiterverarbeiten. Welche Rezepte haben wir denn da? Also Draht wäre, glaube ich, ganz gut. Wir können Draht direkt 1 zu 2 machen. Ohne den Zwischenschritt. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Oder wir machen die da draus. Da brauche ich. Den habe ich auch immer wieder. Ein Konstruktor. Machen wir die. Den oben drauf. Fertig. Dann läuft mir das hier nicht voll. Haben wir sonst noch irgendwas, was mir gerade Sorgen machen sollte? Das sieht gut aus. Das ist entspannt hier. Wir produzieren weniger, als wir brauchen. Für ein... Ist mir eh egal, was wir dann machen. Also momentan egal. Ja, wie haben wir das denn? Es kommt alles aus dem Miner raus. Geht hier rein. Wird verarbeitet, wird da hinten weiterverarbeitet. Na, kommt genug rein.
Crusher an Crusher ist auch irgendwie wild. Okay, du machst. Du staust dich an. Das ist doof. Das ist sehr doof. Du hast 30 die Minute. Du produzierst 90 die Minute. Uiuiui. Holen wir uns noch ein bisschen Kupferdraht. Das Kupfer wäre super hier hinten aufgehoben. Weil würdest du dann mehr kriegen? Wahrscheinlich, oder? Hier wäre dann etwas effizienter. Müsste man mal gucken. Haben wir, was haben wir denn hier? Du machst daraus Kupferblech. Du machst daraus. Natürlich haben wir nichts, was gerade Draht macht, ne? Okay. Quatsch. Tap, dahin wollte ich. Kupferbarren haben wir auch nicht. Okay. Dann machen wir. Ja, würde ich behaupten, so wie das da rauskommt. Okay. Haben wir alles dabei, um uns eine Werkbank hinzustellen? Jo, haben wir. Das stimmt hier nicht. Ist jetzt hier ein Problem? Da läuft es. Wenn wir schon hier sind, gucken wir lieber mal eben nach. Zinn wird verarbeitet. Zinschi, du bist voll? Okay. Kannst du hier weiterarbeiten? Das erklärt natürlich, warum Zinn gerade so ein Ding ist. Ich brauche dringend dieses Belohnungssystem hier, damit ich den Scheiß loswerde. Wir holen uns jetzt da hinten überschüssiges Zeug raus. Setzen uns eine Werkbank dahin, machen uns eben den Draht. Den wir brauchen, das wird nochmal einiges sein. Nee. So, wo ist Kupfer? Kupfer kommt hier rein. Nehmen wir uns erstmal so da raus. Werkbank. Wir wollen gerne Draht machen.
vielleicht erstmal. Können wir direkt nochmal eine zweite hier neben setzen. Packen uns. Den dahin. Dann sagen wir... Kupferbarren. Kupferbarren. Machst mir bitte ein Kupferdraht. Und du, was machst du? Das kann man ja noch bei Kupfer gut gebrauchen. Weil die Dinger kommen schnell genug daraus, da brauche ich nicht noch mehr. Du machst mir die Rods und ne, zwei. Aber erstmal da. So. Okay. Schlafen wir uns nochmal so einen Container hier und zweiten drauf. Du gehst dahin, du gehst dahin. Das ist das beknackteste hier überhaupt. Das ist sowas von. Naja. Wir werden es noch schön kriegen. Irgendwann. So, jetzt haben wir genug davon. Das Kupfer sollte sich hier nicht mehr so aufstauen. Die 90, die da pro Minute rauskommen, gehen einfach direkt durch. Links, rechts, geradeaus. Das sieht gut aus. Gucken wir einmal, dass das weniger wird. Ja, sieht gut aus. Das geht's. Ja, geht alle rechtzeitig weg. Quatsch. Du staust dich auch nicht. Das staut sich auch nicht. Im Gegenteil, ist eigentlich eher zu langsam. Dementsprechend passt das. Du kriegst 60 rein, machst 60 und du bräuchtest 120. Das heißt, wir müssten so ein zweites Ding davon nochmal machen, aber puh. Wir haben auch noch keinen Kaboom. Ja, gut. Unsere kleine Chaos-Installation hier ist ums. Wunderbar, wie viele haben wir? 248, 249, 250. 250 ist doch schon mal was. Ich hätte gerne 400. Okay. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt einfach mal einen Moment laufen, bis ich die 400 zusammen habe. Das müsst ihr euch jetzt nicht angucken, weil ich mit in der Zwischenzeit nur hin und her renne. Bis gleich. So, zwei Stück brauchen wir noch. Und da haben wir sie. Dann können wir jetzt rüberlaufen. Rüberlaufen. Genau. Hier vorne gleich wieder ein bisschen verstrahlen. Genau, einmal schön nah dran vorbei. Danke. Und können das da endlich fertig machen.
Hat ja nur 2 Episoden gedauert. Und wir haben eine davon durch Zeug verschwendet, das wir noch gar nicht gebrauchen können. Gott sei Dank werden wir es bald wahrscheinlich dann irgendwann unter Umständen gebrauchen können. Warum ich das schon scannen kann, aber keine Verwendung dafür habe, weiß ich nicht. Hallo du. Du bekommst jetzt die und die und dann tschüss, komm, flieg. Danke. Wunderbar. You have been given early access to the anti-waste effort for stress testing of materials on exoplanets bonus program. Cool. Funneling parts into the awesome resource sink, depending on their amount and complexity, will grant you coupons in the awesome store, which can be exchanged for bonus rewards. Mm-hmm. Examples of bonus content are parts, walls, factory attachments, and cosmetics. Fixit is working hard to develop additional options, which will be added to the awesome store in the future. Go that extra kilometer. Go awesome. Immerhin keine Meile. Guck mal, da lerne ich auch schon mal Beton. Das ist doch schön. Nicht, dass ich das schon längst hätte, aber Smelter-Modul. Okay, es wird ungefähr. Okay. Das wird nochmal interessant hier. Irgendwie sonst noch was? Nein, da sind die Sachen. Sprungplattform. Sind das nicht alles Sachen, die wir schon mal machen können? Also ich meine, hier, da brauchen wir was, was wir noch nicht haben. Können wir wahrscheinlich machen, kein Problem, aber muss ja jetzt nicht sein. Und das hier ist Turbodraht. Turbodraht haben wir auch noch gar nicht. So, wir haben hier Meilensteinkosten. Das ließe sich machen, aber das dauert halt. Und aber das sieht nach etwas aus, was machbar ist. In der Zwischenzeit gucken wir mal. Wie sieht es eigentlich aus? Oh, awesome Sync Storage. If powered items in the last slot will be automatically converted to awesome. Ah. Awesome Shredder, klar. Awesome Shop. Whatever. Okay, der braucht ein bisschen mehr Zeug. Wir wollen jetzt gerne wie sieht das eigentlich hier aus? Guck mal, brauchen wir das Zeug auch zu. Sollen wir den mal wieder angehen, oder? Ich packe mit dem mal mit da rein. Den und... Ja, den Shop brauchen wir jetzt sofort. Ja. Hallo! So. Wieso nicht verfügbar? Ja, okay. Ich muss da... Uiuiui. Das ergibt alles Sinn. Straßenbeleuchtung, Beleuchtungssteuerung. Das Übliche halt. Das gefällt mir. Das war, glaube ich... Das müsste das sein, was ich mir extra dazu geholt habe. Da muss vielleicht nochmal jemand ran. Oder hier. Da haben wir Strom, Stapelweise. Okay. Fundamente haben wir eine ganze Menge. Fuck. Wendetore. Hast du nicht gesehen? Architektur. Linear Motion. Vorpost Catwalk Lift. Okay. Da sind die verschiedenen Materialien. Und Decals, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und es gibt immer noch welche zu finden, okay. Ausrüstung, die Tasse.
brauche dringend einen Punkt hier. So. Können wir hier irgendwas machen? Oh, davon haben wir jetzt genug. Die haben wir immer noch nicht gefunden. Aber da, wo wir uns rumbewegen, gibt es die auch nicht. So. Die bräuchten wir nochmal. Und die Kollegen. Was haben wir hier? Okay. Haben wir hier irgendwas? Nein, nein. Ach, davon bräuchte ich den Dinger. Fixed Farming. Ach, das habe ich ja auch noch mit drin. Ich brauche Gläser voll Dreck. Jar of Bock. Jar of Dirt. Jar of Peat. Okay. Eieieiei. Elektroschnecke. Oh, die können wir schon mal erforschen hier. Davon habe ich so viele. Oh je. Hier kann man was damit erforschen. Und ein Stück. Die Folge wird wieder lang, aber egal. Kriegen wir doch schnell hin, oder? So, wir haben jetzt Satte, ein paar vergessen. 100 Stück. So, dann kann das noch da vorne wieder laufen. Ja, warte mal. Dann können wir da auch mal wieder ein bisschen forschen. Dann haben wir aber wenigstens auch mal ein bisschen Progress gemacht. Das ist doch schön, oder? So, was lernen wir daraus? Katerium-Barren. Verstehe. Oh, und hier kommen die interessanten Sachen langsam. Sehr gut. Da wissen wir alles noch nicht. Ja gut. Fixmas. Da sind wir, glaube ich, noch weit von entfernt. Und ob wir das hier erfahren werden... Unknown Egg ID, was ist das denn? Nicht genug Mittel für Rezept. Okay. Interessant. Da haben wir gesagt, haben wir alles von da. Bleiplatten. Eisenplatten. Ach ja, wir haben ja gerade keinen Strom. Hey, hey. Hi. So, 250 haben wir schon mal drin. Die 16 können wir da reinballern. Wie viel brauchen wir denn, um die anderen noch zu bauen? 5 können wir gerade. Okay, wir brauchen das Zeug. Ja, kein Problem. Wir müssen eh da hinten hin. Also 200 von denen und
Shitton von dem anderen. Das ist das Falsche. Auch von dir und Shitton von den anderen. Kriegen wir das auch eben durch. Und dann müssen wir uns noch mal irgendwann um den Weltraumlift kümmern. Ups. So. Die schon mal da rein. Wie sagst du, kann ich davon atmen noch? Die 34 brauchen wir. War ja jedoch zügig. Die 34. Ups. Ab da rein. So. Perfekt. Damit haben wir das durch. Als nächstes das Schmelzmodul. Da haben wir wenigstens schon mal fürs nächste Mal ein bisschen was. Jetzt sollten wir einmal gucken. Wo haben wir was, wo wir sagen können, das können wir jetzt auch wegschmeißen. Erstmal. Damit wir mal so einen Coupon kriegen. Obwohl, nee. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Bis dann.